Ich begrüße Sie zu einem weiteren Video-Workshop von Data Center Insider zum Thema VMware vSphere 6.5. Heute wagen wir mal einen Blick auf VMware vSphere im Kontext von Amazon Web Services. Das liegt nahe, denn Amazon Web Services und VMware kooperieren ja seit der Bekanntmachung auf der VMworld 2016. Seit 2017 gibt es auch offiziell die Möglichkeit, virtuelle Maschinen auf VMware-Basis in AWS zu betreiben. Darum geht es aber jetzt hier nicht. Das war nur ein kleiner Hinweis auf die Kooperationswilligkeit der beiden großen Unternehmen. Es gibt einen Dienst in AWS, das Storage Gateway, das ist auch schon vor der offiziellen Kooperation gab. Und dieses Storage Gateway ermöglicht es uns, iSCSI-Targets, also Block-Volumes für unsere ESXi-Hosts in der AWS-Cloud und genau genommen in AWS S3 abzulegen. Und zwar so transparent, dass man sich mit den Möglichkeiten der Adressierung von S3, was ja normalerweise ein Objektspeicher ist, der nur über HTTP, HTTPS Calls adressiert werden kann, direkt zu interagieren. Das Bereitstellen des Storage als Gateway, es gibt übrigens drei Typen davon, es gibt das Volume Gateway, es gibt das Tape Gateway und es gibt hier das File Gateway. Wir wollen uns mit dem Volume Gateway befassen und das Volume Gateway kennt zwei Betriebsmodi. Am einfachsten auszuprobieren ist der Cache-Modus, ja, mit zwischengespeicherten Volumes. Der sorgt eben dafür, dass immer eine Kopie der am häufigsten aufgerufenen Daten lokal zwischengespeichert wird und wir quasi mit einer wenig spürbaren Latenz an den S3-Speicher angebunden sind. Wie im Artikel ist beschrieben, wie das Storage Gateway bereitgestellt wird als OVA. Ich habe das hier auch schon mal getan. Ja, das Storage Gateway ist jetzt hier auch bereits vorhanden. Und wenn wir trotzdem jetzt nochmal die AWS-Management-Konsole öffnen, ja, ich tue das jetzt mal Schritt für Schritt, wähle mich hier in AWS mit einem bestehenden Konto in der Region Frankfurt an und wechsle zum Storage Gateway und ich habe bereits hier so ein Storage Gateway angelegt. Ja, und es läuft jetzt auch bereits. Man könnte das nochmal antriggern, so als Fake, um zu sehen, wie das Ganze funktioniert, die Bereitstellung funktioniert. Man wählt hier das Volume Gateway, wählt hier den Cache-Typ und bekommt dann die Möglichkeit, eben das, die eigentliche Gateway-Maschine für VMware ESX als OVA sich hier herunterzuladen. Und das Deployment eines OVAs sollte bekannt sein. Man sucht sich einen entsprechenden Client. Hier, ich nehme jetzt mal hier den Host-Client, sagt hier, eine neue VM bereitstellen, wählt dann hier OVA und fügt dann hier, gibt dann hier das entsprechende OVA an. Ja. Und dann bekommt man diese virtuelle Maschine, die wir hier sehen, bereitgestellt. Ich mache das hier mal ein bisschen größer. Das machen wir mal zu hier. Ja, und wir bekommen dann diese virtuelle Maschine hier bereitgestellt mit drei virtuellen Festplatten. Das OVA, ich zeige das mal hier, das OVA stellt nur die eigentliche Betriebsfestplatte zur Verfügung mit einer Größe von 80 GB. Wir brauchen aber zwei weitere für das Caching und für den Upload-Buffer von jeweils 150 GB. Ja. Das ist im Artikel beschrieben. Kann nachträglich hinzugefügt werden, dann startet man das Gateway neu. Wir haben uns auch in einem Artikel angeschaut, wie wir die Netzwerkeinstellungen des Gateways gleich so konfigurieren, dass dieses Gateway hier, in meinem Fall hier auch in einem Netzwerksegment funkt, in dem meine iSCSI Storage Adapter liegen. Ja, und dann, ich breche das jetzt hier ab, da macht man im Bereitstellungsassistenten gibt man diese IP-Adresse an und der Storage Gateway Service, der sich hier in der Management-Konsole abspielt, verbindet sich dann mit dem Storage Gateway und sorgt auch transparent für das notwendige Caching, für das notwendige NAT und Masquerading bzw. IP-Forwarding. Wir brauchen also keinerlei VPN oder ähnliches, um die Verbindung zwischen dem hier lokal beschriebenen
zwischen den hier lokal betriebenen vCenter und dem hier in der Cloud bereitgestellten Storage Gateway herzustellen. Und läuft dieses Gateway, das tut es ja jetzt hier, dann kann man die entsprechenden Disks bekannt machen, sofern man das nicht vorher getan hat, und zwar die beiden Disks für das Caching und für den Upload-Buffer. Das macht man hier im Menü Actions, Edit Local Disks. Ich habe die schon bekannt gemacht, weil bei mir läuft das Gateway ja bereits. Wie gesagt, standardmäßig wird diese VM nur mit der Betriebsplatte von 80 GB bereitgestellt. Hier muss man dann eben die beiden weiteren Disks bekannt machen. Kann man im einen Schritt tun, wenn man sich vorher in die Dokumentation eingelesen hat, man kann es auch nachträglich tun. Jedenfalls ist man dann irgendwann in diesem soweit, dass dieses Gateway hier im Status Running ist. Es gibt hier einen kleinen Hinweis, dass AWS am 19. März beginnt eben hier Updates auszurollen oder anzubieten. Ich könnte das jetzt hier machen, möchte ich jetzt hier im Augenblick nicht tun. Und wenn das soweit eingerichtet ist, dann kann man in dieser Management-Konsole, abhängig davon, was für einen Gateway-Typ man betreibt, eben File-Shares, Volumes oder Tape-Libraries kreieren. Wir haben ein Volume-Gateway ausgerollt. Dieser Gateway-Typ ist immer spezifisch, also dieses Gateway ist ein Volume-Gateway. Von daher kann ich jetzt hier iSCSI-Volumes einrichten. Ich habe das bereits getan, werden jetzt aber ein weiteres iSCSI-Volume einrichten mit einer Kapazität von, sagen wir mal, 15 GB, um die Sache eben überschaubar zu halten. Das Ganze soll ein neues Volume sein. Ich hätte auch vorher schon ein bestehendes Volume snapshotten können und hätte dann aus diesem EBS-Snapshot ein neues Volume erstellen können. Den iSCSI-Target-Namen, den lege ich jetzt fest. Ja, das ist mein Target 2. Ja, das muss klein geschrieben sein. Mein Target 2 und jetzt wie bei jedem iSCSI-Target können wir hier eine CHUP- und PUB-Konfiguration und oder vornehmen, um die Sicherheit zu erhöhen. Wir könnten auch den Initiatornamen halt gezielt einschränken oder so vorgeben, dass sich nur der angegebene Initiator verbinden kann. Ansonsten akzeptiert dieses Target eben Verbindungen von sämtlichen Initiators oder Initiatoren. Von daher überschreibe ich das hier oder überspringe ich das hier und ich habe jetzt ein zweites Volume hier, ein iSCSI-Volume erzeugt, zusätzlich zu dem, was hier bereits connected ist. Hier sieht man, das ist bereits connected mit einem IQN-Namen in meiner lokalen vSphere-Umgebung. Ja. Hier ist die Host-IP. Das haben wir jetzt neu gezeigt, das ist noch nicht connected und die weiteren Schritte, ja, wenn man das soweit erledigt hat, finden dann lokal im vCenter statt. Ja, und dazu brauchen wir einen Storage-Adapter. Einen Storage-Adapter, der für den Typ Software iSCSI, ja, das ist dieser hier. Den haben wir natürlich schon, weil auch in meinem Setup hier auch lokal ja bereits iSCSI-Volumes existieren. Jetzt mache ich hier nochmal ein bisschen Platz. Und wir müssten jetzt bei den Targets ein iSCSI-Target hinzufügen. Das ist hier die 10.0.1.15, also mit add würde man ein Target hinzufügen. Ja, 0.0.15. Allerdings brauche ich das hier ebenfalls nicht zu tun, weil ich ja bereits dieses Target eingebunden habe und jetzt nur ein zusätzliches Volume erzeuge. Das ist hier also bereits drin. Hätte ich das jetzt neu hinzugefügt, müsste ich jetzt diesen iSCSI-Adapter hier neu scannen, um eben neue Volumes zu finden. Ja, das tue ich jetzt. Und sofern das dann klappt, wird also hier, das ist die vorhandene Amazon iSCSI-Disk von 500 GB. Es müsste dann jetzt hier in Kürze auch die neu angelegte 15 GB Disk, die quasi transparent im Hintergrund in Amazon S3 als Objektspeicher liegt, gecached durch dieses Volume Gateway hier auftauchen. Er ist jetzt mit dem Scannen durch. Wir schauen uns das nochmal an, ob jetzt die Disks hinzugefügt wurde.
Das ist der Fall. Das ist die neue Amazon iSCSI Disk von 15 GB und die ist jetzt für den oder auch für mehrere Hosts. Wir haben ja das Volume so konfiguriert, dass mehrere Hosts auf dieses Volume zugreifen können. Wir können mit dieser Information hergehen und können jetzt einen neuen Datastore einrichten. Einen neuen lokalen Datastore, einen Shared Datastore, einen lokalen Datastore, einen Shared Datastore, der allerdings auf lokalen Blockgeräten basiert und deswegen wähle ich hier eben auch nicht NFS oder VVol, sondern ich wähle hier das Dateisystem, den Dateisystem Typ VMFS. Das ist mein Datastore Amazon oder AWS S3. Ja, so wollen wir den mal nennen. Und der soll zunächst auf diesem ersten Host präsentiert werden, weil dort haben wir ihn quasi auf dem Storage Adapter ja bekannt gemacht. Allerdings, dass es ja hier ein Shared Datastore ist und alle Hosts zugreifen können, wird er anschließend eben auch auf allen anderen Hosts im Cluster, die mit einem Storage Adapter in diesem Storage Netz ausgestattet sind, zugreifen können. Ja, jetzt kann ich das Ganze mit einem Dateisystem formatieren. Ich nehme dann hier mal das neuere VMFS6, so als wäre es eine lokale Festplatte. Next, schauen wir die Zusammenfassung an. Ich habe hier eine Blockgröße von 1 MB. Ja, VMFS6 ist auch eine Neuerung, wenn VMware 6.5, die auch variable Blockgrößen unterstützen würde, mit ganz großen Blöcken, allerdings nicht bei 15 GB Laufwerken. Ja, hier habe ich wie bei VMFS5 nur 1 MB Blöcke. Ja, fertig, das war's. Jetzt erstelle ich das Volume. Ich mache dann hier nochmal einen Reef, den Datastore, mache hier nochmal einen Reef-Load und bekomme hier diesen neuen Datastore mit der Größe von 15 GB. Ja, und das Device-Backing ist jetzt diese iSCSI-Disk, die hier existiert in S3. Ja, Files sind jetzt noch keine drauf, das können wir aber auch demonstrieren, dass das funktioniert. Ich könnte jetzt eine neue virtuelle Maschine anlegen. Ich lege jetzt eine neue virtuelle Maschine an. Ja. Das machen wir mal vielleicht am besten hier, dann geht es schneller. Also ich bin jetzt einfach zum Host-Client gewechselt, was man normalerweise nicht unbedingt macht, aber ich kann das durchaus tun. Eine neue Maschine mit einem Linux-Dateisystem, irgendwas Kleines. Nehmen wir mal ein CentOS, ja, CentOS 7. Den Name brauchen wir noch, TestVM S3, also eine ganz normale VM, deren lokale Festplatte tatsächlich in der Cloud liegt, in Amazon S3 Objektspeicher und im Hintergrund synchronisiert wird. Und als Datastore wählen wir jetzt diesen da. Ja, und jetzt haben wir, das passt jetzt nicht, ja, weil die Festplatte halt ein bisschen zu groß ist. Das macht aber nichts. Wir machen hier eine 12 Gig Disk. Und einen SAS-Adapter. Wo scheitert es noch? Schauen wir mal, ob das jetzt reicht. Der Netzwerkadapter muss noch eine andere Portgruppe bekommen. Genau, der hat die falsche Portgruppe, das ist das VMware-Network und dann sollte es auch funktionieren. Jawohl, das tut's. So, und jetzt wird die VM bereitgestellt und jetzt werden wir in Kürze auch sehen, dass in diesem Datastore, den wir eben angelegt haben, dann auch entsprechende Dateien auftauchen. So, gehen wir mal auf den Datenspiegel. Ja, sehen, der Ordner wurde schon angelegt und hier ist dann auch die VMX-Datei und die per Syn-Provisioning ausgerollte VMDK. Ja, das war's. Wir haben eine
transparente Verbindung unserer lokalen vSphere-Umgebung in den MSN S3-Objektspeicher, ohne dass wir uns mit irgendwelchen S3-Mechanismen auseinandersetzen müssen. Die Synchronisation findet hier verschlüsselt im Hintergrund statt. Dankeschön und bis zum nächsten Mal.